Herzlich willkommen, neue Folge von Holgi unterwegs. Und wir haben uns ja zu Beginn der Pandemie, wie so viele irgendwie gefühlt, ein kleines Boot gekauft. Und das war jetzt den Winter über natürlich nicht nur im Winterlager, sondern es waren ein paar dringende Reparaturarbeiten nötig. Die wurden jetzt zum Glück gemacht. Und jetzt kommt das Boot wieder zurück ins Wasser, so dass wir endlich die Saison 2023 starten können. Viel Spaß! Stockflecken oder Schimmelflecken, wie auch immer, auf unserer Persenning gehabt. Deswegen haben wir jetzt erstmalig sozusagen hier das ganze Verdeck abgenommen. Da wird gerade gesaugt. Deswegen ist es so laut. Und das haben wir abgenommen, haben wir ausgebreitet und werden das jetzt mal von den Flecken entfernen hier.
das große Verdeck haben wir hier mal zum Trocknen aufgehangen. Das sieht ja schon mal ganz anders aus. Wie neu. Der helle Wahnsinn. Und jetzt knüppern wir das wieder ran, damit das Boot nicht so nackig ist. Schon mit dem Reißverschluss verbinden kannst von dem Teil da oben drücken. Okay, das war jetzt ein ziemlich anstrengender Akt, dieses Dach da wieder raufzubekommen, aber ist jetzt wieder sauber, sieht gut aus, riecht ein bisschen nach Chlor. Dabei sind die Schimmelflecken, die Stockflecken weg. Und jetzt sieht es ganz gut aus. Und ja, fertig sind wir noch lange nicht, muss noch ein bisschen geputzt werden. Das sieht wirklich gut aus, dieses Verdeck. Kann man nicht anders sagen, ich bin voll stolz. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite vom Boot. Krauchen hier lang, bin ja direkt am Wasser. So. Punkt, jemand hat unser Signalhorn zerbeult. Das war nicht lustig. Naja, egal. So. Und deswegen auf der anderen Seite auch noch. Oh mein Gott. Wird ja auch nicht jünger, möchte ich mal behaupten. Aber hier müssen wir es doch zumachen, damit das hier nicht reinpieselt ins Boot. Das will ja auch keiner. Und dann ist das nämlich schon alles verdeckt. Sehr schön. Ach, alle wieder schön sauber hier. Das war alles völlig verdreckt an diesem Boot. Wie das so im Winter passiert. Aber so ist doch echt schön. Ich hoffe, wir schaffen es heute noch rauszufahren. Denn das hatten wir eigentlich vor, aber wir haben noch so viel zu wursteln hier, dass wir vielleicht gar nicht rausfahren können. Aber vielleicht morgen Vormittag noch oder so. Mal gucken. Jetzt müssen wir noch das letzte Seitenteil hier ranmachen. Und leider haben wir über den Winter einen Riss bekommen in der Scheibe. Hier, das wollen wir jetzt kleben mit quasi durchsichtigen Gaffertape, mehr oder weniger. Mal gucken, ob das soweit klappt, wie ich mir das vorstelle. Und dann ist das Bötchen auch wieder voll einsatzbereit. Nachdem wir jetzt hier irgendwie 4 Stunden schon geackert haben. Das ist durchaus. Ne? So. Das war's jetzt erst einmal mit dem Saubermachen. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob unser Motor angeht. Da hatten wir in der letzten Zeit immer ein bisschen Probleme. Aber jetzt in der letzten Winterpause sozusagen wurde ein Benzinschlauch ausgetauscht und so weiter und so fort. Also wir hoffen einfach mal oder probieren jetzt mal aus, ob das funktioniert. Frisur sitzt, ich freue mich. So, Batterie ist an, wir pumpen eine Runde und dann gucken wir mal, ob der Motor das macht, was er machen soll, nämlich anspringen. Ja, also, na was denn? Läuft doch! Läuft doch! Ja, ist ja mega. Wie macht das? So, jetzt haben wir hier eine halbe Stunde gerödelt, damit das Ding anging. Ja. Ein Traumbötchen. Ja. Herrlich. Heute macht die Leinen los, ich freue mich drauf. Und jetzt haben wir doch noch mal ein Stückchen, nicht viel, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, aber eine kurze Runde von 20, 25 Minuten drehen wir noch mal kurz. Die erste richtige heute in diesem Jahr sozusagen. So, na denn, gucken wir mal, was passiert. Schön. Na, gucke mal, wie das geklappt hat. Und jetzt fährt die Fähre los. Da müssen wir hier warten. Ja, schönes Wetter. Sonntag. Und das Wasser ist bumsvoll. Das ist nämlich eine Seilfähre. Die müssen wir natürlich abwarten und nicht übers
Seil fahren, sonst verheddern wir uns und wir machen die Fähre kaputt. Mal gucken, ob der Freizeitkapitän mit seinem Floß weiß, dass er anhalten muss. Sieht im Moment doch nicht so aus. Der fährt hier munter weiter. Herrlich! Was haben wir da vermisst, wa? Ja! Ich liebe das auf dem Wasser. So, aber ihr wollt ja nicht mich sehen, ihr wollt ein bisschen Landschaft sehen, glaube ich. Ne? Guck mal hier. Das ist echt eine wunderschöne Seen- und Wasserlandschaft. Das ganze Hafenland in Brandenburg, Potsdam, Werder bis nach Ketzin hoch und die andere Richtung, tatsächlich Richtung Berlin, Wannsee, traumhaft. Einfach wunderschöne Gegend. Am Wochenende natürlich bumsvoll, weil irgendwie gefühlt alle mit dem Boot unterwegs sind. Interessanterweise war das natürlich zur Pandemiezeit exorbitant viel. Jetzt merkt man schon so ein bisschen, plötzlich bekommt man auch wieder Bootsanlegeplätze, die man vorher tatsächlich, da musste man entweder jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, oder irrsinniges Glück haben oder halt ein Boot inklusive Platz kaufen. Dann ging das auch. Aber mal eben so einen Platz irgendwo zu bekommen, damit es auch in der Nähe von einem ist, das war echt schwierig. Eine Freundin von mir hat tatsächlich ein Jahr gebraucht, bis sie endlich einen adäquaten Platz für ihr kleines Bötchen hatte. Ja, jetzt ist das wieder alles ein bisschen entspannter. Jetzt merkt man auch, wenn man irgendwie in den einschlägigen Kleinanzeigen-Apps und so weiter und so fort guckt, jetzt sind Boote auch wieder im Preis extrem gefallen. Es gab ja eine Zeit, da hast du über so einen kleinen Kahn irgendwie 15.000, 20.000 Euro zahlen müssen. Und jetzt wird es tatsächlich schon wieder schwieriger, Boote zu verkaufen. Weil die Leute offensichtlich gemerkt haben, ich muss ja gar nicht zu Hause bleiben. Ich kann ja wieder in die Türkei, ich kann ja wieder nach Mallorca, ich kann ja wieder keine Ahnung wohin. Das hat sich aber schon noch mal ein bisschen gedreht.